Kommen wir zur Kraft. Jetzt geht's gleich weiter. Moment, gab schon die erste Frage. Auf zur Kraft. Kraft. Wir hatten ja gerade eben gesagt, eine Kraft, das Kurzzeichen heißt F, man kann sich es merken wie Force, siehe auch andere Videos, wird angegeben in Newton. Newton. Komme ich gleich drauf. Newton wurde zu Ehren des großen Wissenschaftlers eingeführt, ist eigentlich eine Einheit, die sich zusammensetzt aus Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Das sieht dann so aus. Also ein Newton ist gleich ein Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, sagt man dazu. Da das aber eine sehr umständliche Einheit ist, man muss es natürlich wissen, dass das so ist, aber da es sehr umständlich zu sprechen ist, sagt man Newton dazu. So, die Kraft. Wie misst man sie? Mit einer Federwaage. Ach so. Wir kommen dann nochmal zu den Messgeräten selber. Also, die Kraft lässt sich also darstellen als die Ursache, wenn sich etwas bewegt oder verformt. Das hatten wir schon mal besprochen. Dann ist immer eine Kraft eine Ursache. Die Kraft wird errechnet, indem man sagt, ich nehme die Masse mal die Beschleunigung. Das heißt also, wenn ich viel Masse habe, brauche ich viel Kraft, um etwas zu beschleunigen und so weiter und so fort. Kommen wir dann später drauf. Und da die Masse in Kilogramm angegeben wird, das sieht man hier schon, Moment, Masse in Kilogramm und die Beschleunigung, da kommen wir dann später drauf, in Meter pro Quadratsekunde. Daher kommt dann diese umständliche Einheit. Die Kraft ist also die Ursache, wenn eine Masse irgendwie beschleunigt wird, wenn sie von ihrem Bewegungszustand irgendwie geändert wird, abgelenkt wird. So, jetzt zu den Messgeräten. Messgeräte. Die Messgeräte für, oder Messinstrumente schreibe ich jetzt mal, damit wir beide Worte gebrauchen. Instrumente für Masse und Kraft. Oder Kräfte, Massen und Kräfte. Das werden wir dann mal entsprechend zusammenfassen. Kleinen Moment, hier gibt es noch eine Frage. So, die Messinstrumente für Masse und Kraft. Also Messinstrumente hatte ich ja oben schon entsprechend gekennzeichnet. Jetzt geht es um die Messinstrumente. Jetzt müssen wir das nochmal zusammentragen. Also, für die Masse selber hatten wir die sogenannte Waage. Und da gibt es verschiedene Ausführungen. Waage, abwägen, das heißt auf beiden Seiten etwas in die Hand nehmen. Eine Waage, und zwar, da gibt es eine typische Waage, eine Balkenwaage. Es gibt eine Briefwaage. Die heißt so, weil früher damit Briefe gewogen wurden. Aber nochmal zur Briefwaage. Na, wo ist sie? Jetzt habe ich sie weggestellt. Ah, hier. Die Briefwaage war dieses Ding hier. Hier. Dieses. Ach, ich glaube, ich muss die Kamera mal umdrehen. Geht besser. Hier, das ist die Briefwaage. Dieses Ding. Hier wurden Briefe draufgelegt. Das ist die Briefwaage. Eine Balkenwaage ist auch dieses Ding. Das ist allerdings eine Präzisionsbalkenwaage. Also dann nennen wir das Ding dann auch Balkenwaage, aber eben Präzisionsbalkenwaage. Balkenwaage. Man kann, aber das schreibe ich jetzt in Klammern, man kann auch eine Federwaage nehmen, aber das nur auf der Erde. Und eine Federwaage, die hat folgende Eigenschaften. Ich habe ja gesagt, damit kann man auch, siehe vorhin im anderen Video, damit kann man auch eigentlich Kräfte messen. Man muss dann bloß umrechnen und sagen, wenn ich zum Beispiel 10 Newton angezeigt bekommen habe, entspricht das. Das ist nämlich nicht ganz gleich, so ziemlich genau einem Kilogramm. Es ist nicht ganz genau eins. Kommen wir später drauf. Also eine Federwaage geht auch. Die geht aber auf der Erde. Die kann ich auf dem Mond, auf dem Mars, in der Schwerelosigkeit nicht einsetzen. So, kommen wir zur Kraft. Die Kraft misst man mit einem sogenannten Federkraftmesser.
Also, typisch. Feder, Kraft, Messer, sagt man. Also nicht Messer wie zum Schneiden, sondern zum Messen. Und diese Federkraftmesser, die gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Ich mache mal ganz kurz Pause. Ich hole mal noch den anderen, den ich euch dafür zeigen möchte. Der ist nämlich typisch für Physik. Also, die gibt es als wieder Präzision. Präzisions. FKM schreibe ich mal. Federkraftmesser. Beziehungsweise als, man sagt dann einfach bloß Federkraftmesser dazu. Als Federkraftmesser, die wir sie so kennen. Das Ganze gibt es auch nicht nur als Federkraftmesser, sondern da nimmt man sogenannte Dehnungsstreifen. Das sind also elektronische Messinstrumente. Elektronische Kraftmesser. Und diese elektronischen Kraftmesser, die kennt ihr vielleicht, die gibt es manchmal bei Tchibo oder bei irgendwelchen Firmen. Ach ja, ich darf ja keine Werbung sagen. Da hängt man dann einen Koffer ran und sagt, jawohl, den Koffer, den kann ich mitnehmen. Da wird mich die Fluggesellschaft nicht mit Strafgebühren belasten. Da hängt man, also hat man eigentlich auch nichts anderes als, sieht aus wie so eine kleine Box mit einem Haken dran und man kann oben dran ziehen und dann steht elektronisch drauf, wie viel Kraft das ist. Aber die schreiben ja nicht die Kraft dran, sondern die schreiben natürlich in diesem Fall dann die Einheit Kilogramm ran. Also man misst eigentlich damit um die Ecke gesehen Massen. Die rechnen also um für uns. Da steht schon die Masse in Kilogramm drauf. Hier gibt es Fragen. So, jetzt haben wir hier andere Arten von Federkraftmessern. Wenn man das ein bisschen erkennen möchte, ich zeige es dann nochmal im Einzelnen, was hier passiert. Hier auf dem linken steht ein Newton. Hier steht 3 Newton. Und hier steht noch die alte Einheit. Damit wir, das haben wir aufgehoben, damit die alten Einheiten nochmal zur Geltung kommen. 1000 Pond wären also 1 Kilopond. Das heißt, hier kann ich 1 Kilogramm ranhängen und kann sagen, jawohl, das entspricht 1000 Pond. Die stimmen aber nicht überein mit so 10 Newton. Können wir dann alles später ausprobieren. Aber gucken wir uns mal diesen Federkraftmesser nochmal ein bisschen genauer an. Der hat hier unten eine Plastikhülse. Die ist dazu da, um den Federkraftmesser, schaut mal, der hängt jetzt ein bisschen weiter raus, um den sozusagen zu eichen, zu tarieren. Denn jetzt hängt dieses Stückchen, diese Skala, die hier dran ist, wo die entsprechenden Newtonzahlen draufgeschrieben sind, jetzt hängt die ja schon ein kleines Stückchen heraus. So, und wenn ich mir sage, ich möchte genau ablesen, dann schiebe ich einfach bloß diese Plastikhülse so, dass der auf 0 zeigt. Und wenn ich jetzt hier was dranhänge, das habe ich jetzt stellvertretend gemacht, dann steht hier direkt ablesbar 0,2 Newton. Diese typischen für Physik gebräuchlichen Federkraftmesser haben im Allgemeinen so eine rot-weiße Skala. Hier habe ich einen, der ist ein bisschen kaputt, denn hier unten fehlt der Haken. Aber der hat auch eine rot-weiße Skala und da steht dann direkt mit entsprechenden Strichen, so dass man auch genauer ablesen kann, hier 0,5 Newton oder so weiter und so fort dran. Wogegen hier jetzt wieder was anderes dran steht, ich werde mal versuchen, ohne umzukippen, hier steht dann schon 200, jetzt muss ich schon ordentlich ziehen, denn das wird ja dann umgerechnet 1 Kilogramm. Jetzt habe ich 1000 Pond, also 1 Kilopond herausgezogen und auch hier hat man wieder so eine Eicheinrichtung, das heißt, nein, nicht Eich, eine Tariereinrichtung. Und ich kann nämlich hier wieder genauso diese Hülse verziehen, sodass es dann klappt. Hier gibt es eine Frage. Schieß los. So, typische Federkraftmesser also. Und auch hier kann ich diese Federkraftmesser dazu nutzen, um zu sagen, ich messe mal Kräfte in waagerechter Richtung. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts umschubse. Hier, ich habe dieses Ding hier in waagerechter Richtung und kann hier Kräfte messen. Funktioniert also mit einem Federkraftmesser wunderbar. Ich kann auch schräg messen, ganz egal. Das ist das Schöne am Federkraftmesser. Das kann ich mit einer Balkenwaage nicht, denn die ist darauf angewiesen, dass er ja diesen Massevergleich hat. Ich kann da nicht einfach schräge Kräfte messen. Das lässt sich nicht machen. So, gut. Ich denke mal, wir sind erstmal wieder für Fragen soweit offen. So, wir probieren nochmal ganz schnell andere Kameraeinstellungen. Also hier hätte ich zum Beispiel meine Briefwaage. Ne? So, oder umgestellt jetzt hier wieder das Gewicht. Zurückgekippt. Wir werden es dann, ihr könnt es dann alles richtig ausprobieren. So, dementsprechend misst ihr jetzt anders. Mit größerem Hebel hier unten.
Aber auf das Hebelgesetz kommen wir dann nochmal zu sprechen. Und jetzt hier die verschiedenen Federkraftmesser. Darf ich vorstellen, der Federkraftmesser. Hier steht drauf, maximal 2 Newton. Warum maximal? Ja, weil nur die Skala bis hier geht. Zum Glück kann ich hier nicht länger ziehen. Sonst würde ich nämlich die Feder kaputt machen hier oben. Und wenn die Feder zu sehr überdehnt wird, was ja hier durchaus möglich ist, hier, ich hoffe, man sieht es. Und jetzt ist es zu weit rausgezogen. Der Kontrast ist nicht schön. Wenn ich das jetzt übertreiben würde, dann wäre mein Federkraftmesser überdehnt. Also die Feder wäre überdehnt und dann würde er nicht mehr genau anzeigen. Das gleiche hier, nochmal mit diesen 1000 Point. Hier muss ich stärker ziehen. Auch hier ist eine Feder drin, also es ist immer dasselbe. Oh, der ist schon ein bisschen älter. Oder hier nur ein Point. Hier unten habe ich... Ja, es müsste ein bisschen heller sein. Hier unten habe ich dann entsprechend... Mal sehen, ob wir hier noch ein bisschen Licht reinkriegen. Ja. Ja. So, hier unten habe ich meine Tariereinrichtung. Das ist in diesem Fall eine Plastik- oder Metallhülse, je nachdem. Sodass ich praktisch hier auf Null stellen kann. Das ist der Trick da dran. Ich hoffe, dass es scharf genug ist. Ja, hier. Und hier ist die Skala dann. So. Jo, dann haben wir das. Dann... wenn noch Fragen sind, nochmal kurz Pause. So, Fragen sind soweit durch, also können wir das Video an der Stelle abschließen. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Also, wir haben uns insgesamt mit Messgeräten für Kraft und Masse beschäftigt. Das einfachste Messgerät, und zwar sind wir in diesem Fall auf den Massevergleich eingegangen, ist eigentlich nichts anderes als eine Waage. Das heißt, ein Massevergleich wird durchgeführt. Und bei der Kraft, die in Newton gemessen wird, da geht es nicht um Massevergleich, sondern um eigentlich Kraftvergleich, müsste man sagen. Und zwar die Kraft, die die Feder ausübt und die Kraft, die an der Feder zieht. Das könnte man eigentlich mit dazu schreiben. Also Messprinzip ist Kräftevergleich. Kräftevergleich und zwar Kraft der Feder gegen äußere Kraft, also die Kraft, die daran zieht. Jetzt schreibe ich mal F, äußere F, weil sonst ist hier kein Platz mehr. Ja, und verschiedene Messinstrumente haben wir so. Alle, die irgendwelche Massevergleiche nutzen, sind die typischen Waagen, Balkenwaagen, Briefwaagen, Präzisionsbalkenwaagen und so weiter. Eigentlich ginge auch eine Federwaage, die ist aber auf dem Mond oder in der Schwerelosigkeit nicht nutzbar. Moment. Und dann haben wir noch den Federkraftmesser. Präzisions-FKM Federkraftmesser, der eigentliche Federkraftmesser, hier das blaue, graue Zeug, oder elektronische Kraftmesser, die arbeiten auf anderem Gebiet, aber alle mit Kraftvergleich. So, schließen wir das an der Stelle ab und ja, in 7 Minuten haben wir Pause, wir klären jetzt noch letzte Fragen.